Schlaflose Nächte. Der wollte sich neulich eine neue Brille kaufen. Er ging also zum Optiker, nicht wahr, und sagt, haben Sie meinem Typ, entsprechend so ein kleiner Dicker, so ein gemütlicher Runder, nicht? Haben Sie meinem Typ entsprechend eine Brille? Sagt der Optiker, hier, schauen Sie mal. Sagt er, ja, wunderbar, will sie gerade aufsetzen. Fragt den Optiker, was soll die kosten? Sagt der Optiker, 2000 Mark. Sagt er, sind Sie verrückt geworden, 2000 Mark für eine Brille? Na, sagt er, setzen Sie doch die Brille mal auf erstmal, nicht? Er setzt die Brille auf, sieht den Verkäufer nackt. Setzt die Brille ab, der Verkäufer wieder angezogen. Setzt die Brille wieder auf, sieht da hinten eine Verkäuferin nackt. Setzt die Brille ab, Verkäuferin wieder angezogen. Sagt er, das ist ja ein tolles Ding. Natürlich nehme ich die Brille, die 2000 Mark wert, nicht wahr? Geben Sie mal her, zahlt die 2000 Mark. Es war in Berlin, fährt mit dem Bus nach Hause, setzt im Bus die Brille auf, nicht wahr? Sieht alle Fahrgäste nackt. Lacht er natürlich furchtbar, nicht? Vorne den Busfahrer mit dem dicken Bauch auch nackt, nicht wahr? Er kommt nach Hause, behält die Brille auf, er schließt seine Haustür auf, kommt rein in sein Wohnzimmer, findet seine Frau mit seinem besten Freund, beide sitzen nackt auf der Couch. Natürlich lacht er furchtbar, nicht? Er nimmt die Brille ab, die bleiben nackt. Da sagt er, so ein Mistmensch. 2000 Mark für das Ding und nach einer halben Stunde ist es schon kaputt.